groß dieses Gelände tatsächlich ist, das sieht man erst, wenn man mal in die Luft geht. 11 Quadratkilometer groß, 20 Mal so groß wie der Vatikan. Wohl kaum eine andere Künstlerresidenz in den vergangenen 100 Jahren hat die Fantasie der Zeitgenossen so beflügelt wie die Neverland Ranch. Im Guten wie im Bösen. Doch das Bild von der grellen Ganzjahreskirmes, das die Medien so bunt ausgemalt haben, greift nur stellenweise. Im Grunde genommen hat sich Michael Jackson hier einen Traum erfüllt, von dem eigentlich fast jeder träumt. Wer besäße nicht gerne ein Stückchen Privatsphäre mit einem großen Schutzzaun? Nur dass bei Jackson der Zaun eben ein paar Dutzend Kilometer länger ausfällt. In den Maßstäben seines Mega-Erfolges eine durchaus natürliche Dimension. Auch Normalität ist eben relativ. Ja, im Augenblick ist Neverland ein Paradies im Dornröschenschlaf. Keiner weiß so genau, was irgendwann daraus wird. Das letzte Mal, dass es hier richtig laut wurde, dass es hier richtig lebhaft wurde, das war 2003. Damals wurde der King of Pop 44 Jahre alt und hat es noch mal so richtig krachen lassen. Hunderte Freunde und Verwandte waren gekommen, um seinen Geburtstag zu feiern. Und als seine Geburtstagstorte kam, riefen alle: Food Fight, Food Fight. Selten hat man Jackson so ausgelassen gesehen wie bei diesem Fest. Und plötzlich bekam auch er noch eine Torte ins Gesicht. Und der wichtigste Gast neben dem Geburtstagskind selbst war der Mann, der jetzt neben mir sitzt, Dieter Wiesner. Herr Wiesner, Sie haben damals diese Party organisiert. Warum? Es hat zwei Gründe gehabt. Es war einmal der Geburtstag von Michael Jackson. Und ein weiterer Grund war das neue Release von What More Can I Give. Was war das für eine Fete? Wie muss man sich das vorstellen? Wie feiert der King of Pop of Neverland? Also Michael Jackson wollte eigentlich gar keinen Geburtstag feiern. Er war sehr scheu und an diesem Tag haben alle Leute auf der Ranch frühmorgens schon ihn mit, das waren Mexikaner, mit Musik begrüßt. Und dann hatten wir einen großen Geburtstagskuchen für ihn vorbereitet. Sie sind Michael Jackson so nahe gekommen wie wenige andere, haben mit ihm sozusagen auf Neverland gelebt. Was war das für ein Leben da? Ein sehr außergewöhnliches Leben. Eigentlich normalerweise sehr schwer zu erklären, weil diese Ruhe, die da geherrscht hat, diese Ausgeglichenheit. Es war wirklich ein Ort, wo er sich zurückgezogen hat, den er genossen hat, wenn er unterwegs war, von einer großen Tour wie 96, 97, die History Tour. Das war einfach ein sehr außergewöhnlicher Ort, wo er sein konnte. Wenn wir mal einige wenige dieser Klischees, die es rund um diese Legende Michael Jackson gibt, durchgehen. Wie viele davon sind tatsächlich wahr? Wenn wir darüber sprechen, da gibt es eine Nase, die man jederzeit abnehmen kann. Wahr oder nicht wahr? Natürlich nicht wahr. Hat seine Nase gehabt. Natürlich hat er Operationen gehabt. Haben Sie ihn jemals ungeschminkt gesehen? Ich habe ihn auf der Ranch immer ungeschminkt gesehen. Was ist mit Sauerstoffzelten, von denen wir gelesen und gehört haben? Ich habe es nie gesehen und er hat darüber gelacht über diese News. War ein Spaß. Waren das Nachrichten, die gezielt auch gestreut worden sind, um an dieser Legende Michael Jackson zu arbeiten? Teilweise ja, aber nicht von ihm, sondern von den Leuten, die um ihn waren. Es hat ab und zu mal gepasst, sowas zu tun. Weil es verkaufsfördernd war? Genau. Ich sagte ihm immer, bewege dich vorwärts. Halte die Fans hinter dir, weil die Journalisten, nicht alle, aber die meisten, haben ihn überhaupt nicht anständig behandelt. Was war Michael Jackson für ein Vater? Er war einfach ein perfekter Vater, wenn ich das heute noch mal nachvollziehe. Das war das Wichtigste in seinem Leben.
Als die Kinder kamen, das war die wichtigste Aufgabe für ihn. Da ging nichts drüber. Ich meine, er hat auch, wird man nie vermuten, teilweise morgens aufgestanden, hat das Frühstück gemacht, hat die Kinder mit rausgenommen. Wir saßen zusammen, hat den Kindern gesagt, wie man Dinge isst, was gesund, was nicht gesund ist. Da hat er drauf geachtet. Also er hat für alles gesorgt, was Kinder brauchen. Mr. Jackson war ein fabelhafter Vater. Er liebte seine Kinder und war der liebevollste, großartigste Dad aller Zeiten. Michael Jackson und die Frauen, auch ein Thema, das sehr im Dunkeln liegt. Was können Sie darüber sagen? War Michael Jackson jemand, der ernsthaft an Frauen interessiert war? Ja, der Michael hat nach Frauen geguckt. Nur für einen Künstler wie Michael Jackson ist es nicht einfach, sich jemand zu holen. Natürlich wäre es einfach gewesen, da waren Tausende. Aber es ist nicht einfach, sich jemand zu holen. Er hat immer die Angst gehabt, dass er natürlich angreifbar ist und dass es ein Problem sein kann auch. Wer war die Frau, von der Sie sagen würden, die hat er wirklich geliebt und da gab es eine Beziehung, so wie man eine Beziehung vielleicht charakterisiert? Das war Lisa Presley. Glaube ich, die war die, wo er wirklich Gefühle hatte, die er wirklich mochte. Lisa Marie Presley, die er ganz offensichtlich tatsächlich geliebt hat, auf welche Art und Weise auch immer. Und deswegen sagt man, dass ausgerechnet dieses Lied, You Are Not Alone, sein persönliches Lieblingslied ist. Another day has gone. I'm still all alone. Hi, ain't Michael lonely? No, I don't think, cause he's been... Ob Michael einsam war? Nein, ich denke nicht. Sie sagen vielleicht, dass er einsam war, weil sie von ihm gehört haben, dass er keine Kindheit gehabt hätte. Aber Michael hatte eine Kindheit. Er hatte all seine Brüder und Schwestern, die mit ihm auftraten. Michael war nie einsam. Das ihm am wichtigsten war, war das Lied You Are Not Alone. Du bist nicht alleine, du musst keine Angst haben. Und dieses Lied ist der beste Beweis dafür, dass er eben im Grunde sehr einsam war. In dieser kleinen Galerie hat der Megastar Jackson gelegentlich Kunst- und Deko-Gegenstände für seine Neverland Ranch gekauft. Typisch amerikanische Kleinstadt-Idylle. Und die große Frage ist, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite der Megastar und auf der anderen Seite diese Umgebung. Es passt sehr, sehr gut, wie die Zuschauer von Wetten, dass sehen konnten, wie auf der Couch bei Thomas Gottschalk einen ausgesprochen höflichen, einen ausgesprochen schüchternen jungen Künstler lebt. Auf mich hören Sie nicht. 1999 war das Jahr, als Thomas Gottschalk einfach nicht mehr zu Wort kam. 5 Minuten Standing Ovations. Den ersten Auftritt bei Wetten, dass hatte Jackson aber bereits im Jahr 1995. Wenn es stimmt, dass Liebe durch den Magen geht, dann werden wir jetzt wahrscheinlich gleich eine ganz heiße Flamme von Michael Jackson kennenlernen. Sie heißt Kay Chase, lebt in Los Angeles und ist Köchin.